Was war das noch?
davor stehen und ich so viele verschiedene fröhliche Gesichter sehe, so viele Plakate sehe, so viele Kinder, die sich halt so besonders fest gemacht haben, die alle irgendwie, darf ich mit dir singen? Genau, Melissa mit Herz, da vorne sind schon Vanillekipferl gemacht worden. Melissa, wir stehen auf die. Oh, das tut sich gut. Ich kann das alles irgendwie sehen und du hättest eine Ahnung gern von mir. Das können wir dann auch irgendwie machen. Wir schaffen die. Ich versuche ja, dass wir alles irgendwie schaffen. Aber jetzt singen wir zuerst einmal ein bisschen und ich sage euch ehrlich, wenn ich in so einer Umgebung spiele wie da, dann fühle ich mich daheim, da fühle ich mich verstanden. Aber das mit dem Verstehen ist nicht immer so meine Stärke. Manchmal kapiere ich einfach nichts. Da stehe ich komplett auf der Leitung. Vor allem, wenn es dann südlicher wird. Und mein allergrößter Schwachpunkt sind nicht nur die Italiener oder die, die so ausschauen, sondern auch deren Sprache. Italienisch kann ich nur ein bisschen. Wie schaut es bei euch aus? Wisst ihr, Traktor heißt? Hat jemand einen Traktorführerschein zufälligerweise? Und was heißt sich gern haben? Und immer wieder dieses Wort, das ich bis heute nicht verstanden habe. Es geht los! Helden!
sage euch ehrlich, wie es ist. Ab und zu verstehe ich sie, ab und zu verstehe ich sie nicht. Und sehr, sehr oft verstehe ich euch Männer überhaupt nicht. Und ich glaube, dass mir viele Frauen zustimmen. Hirsch bleibt Hirsch. Normal nur so tropfenweise. Wir machen es halt schluckweise, weil ich glaube, da fällt es weiter. Du hast nämlich so gelacht beim Zugeben. Ja, bist du die Freundin, oder? Und das funktioniert. Cool. Also das ist etwas, was ich richtig cool finde. Lieber Christi, du hast die Tropfen dabei. Jetzt hoffen wir mal, dass es da nicht anfängt zu pfeifen, wenn ich da herkomme. Schaut's mal. Hui, da bin ich ja schon. Hallo, servus. Wie heißt du? Der Christian bekommt einmal für seine Ehrlichkeit einen Applaus. Heute schauen die Tropfen ein bisschen anders aus. Schau für dich. Das ist so süß. Ja, aha, ja, ich darf nicht mehr. Ich spiele ja fünfmal die Woche, weil da muss man schon ein bisschen aufpassen. Gell? Auf deine Gesundheit und auf euch, liebe Freunde. Schön, dass ihr heute hier seid. Und den Becher kannst du mitnehmen, kannst du auch viel haben verkaufen. Geht sich vielleicht der Urlaub aus. Und die Simon!
Du hast in der Italien Urlaub hast abgebrochen. Ja, schau mal, und jetzt habe ich die genau ausgesucht. Wie schön ist denn das? Schön, dass ihr hier seid. Genießt es noch. Toi, toi, toi. Für die Zukunft. Und wenn sie einmal eine Hochzeitsmusik braucht, gell, ich bin da. Genau. Und jetzt habe ich da auch schon gesehen, dass du mir extra was mitgebracht hast. Irgendwer hat mir das geschickt heute sogar. Wir werden das dann machen. Ich glaube, du möchtest gerne singen heute Abend, oder? Und da hinten habe ich auch gesehen, darf ich mit dir singen? Der Christi, mein Tourbetreuer, der wird sich schon außerfischen, wer mit mir singen will. Wir werden das dann gleich danach machen, okay? Das heißt, wir machen jetzt noch vorher was, ihr werdet außergefischt und dann dürft ihr da auf die große Bühne in Asbach kommen zu meinen lieben Musikern. Du musst auch singen. Du musst noch schnell ein Plakat zeichnen. Spaß. Ihr macht es mit dem Christi aus. Und jetzt habe ich mal eine Frage, und zwar, wer von euch kennt denn mindestens 5 Songs von mir? Das ist ein Wahnsinn. Wenn ich jetzt einmal frage, wo sind die Kinder, schreien die Kinder. Wo sind die Kinder? Seid halt ohne Eltern da. Es ist so laut, das ist ein Wahnsinn. Ich kann mir vorstellen, bis ganz hinten nur Kinder. Die Männer haben auch ein bisschen mitgeschrieben, wo man gefragt hat, wo die Kinder sind. Da drüben wird gepoltert und was auch immer. Wir machen jetzt ein Bergbau-Medley und danach holen wir die Kids auf die Bühne. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Ich darf leider noch nicht stehen bleiben, weil es da... Yeah.
Wisst ihr überhaupt noch, wie das war? Traktor fahren mit 12 Jahren, Sommersprost im Gesicht. Oma Cola-Soft am Tisch. Liebe Grüße, mach mir nicht nervös, gib mir mal mein Telefon bitte. Jetzt möchte ich ein Licht am Meer sehen, von links nach rechts. Deshalb bin ich schon ein bisschen nervös, weil der Chrissy hat mir schon gezeigt, welche Kinder da hinten sich verstecken, die jetzt einen riesengroßen Applaus von euch bekommen für den Mut, jetzt auf die Bühne zu gehen. Servus, grüß dich. Hallo, servus. Die darf ich gleich entgegennehmen. Vielen Dank für die Vanillekipferl. Chrissy, hallo. Bitte. Das gehört auch mir. Dankeschön, das leuchtet, oder? Das knickt noch leicht jetzt, das knicke ich gleich mal. Ja, und so fest, wie fest seid ihr halt? Wisst ihr überhaupt, wie fest ihr seid? Schauen wir mal, wie das ist. Passt es mir? Mein Kopf ist ein bisschen zu groß, gell? Aber dir passt es super, schau. Wollen wir die gleich herrichten? Du bekommst auch einen Handschlag. Servus, grüß dich, hallo. Ihr dürft jetzt ein bisschen noch vorkommen, traut euch nur. Schaut am Laus und denkt euch, das sei nur Krautköpfe. Das habe ich mir in der Schule auch immer gedacht. Und jetzt bekommen wir noch ein Mikrofon und jetzt frage ich einmal in die Runde, du bist die Kleinste. Wie alt bist denn du? Wie alt bist du? 5, sag einmal Servus. Aber so viel Mühe geben. Was ist denn dein Lieblingssong von mir? Hast du ein Lieblingslied? Ja? Wie heißt denn das Lieblingslied? Hula Baloo? Hast du jetzt ja gesagt, wann du bist süß? Nein, was ist denn euer Lieblingslied von mir jetzt, ganz ehrlich? Wer hat denn, was gefällt euch denn am besten? Gott sei Dank. Traktor, Führerschein und Bergbaum. Aha. Traktor, Führerschein und Bergbaum. Traktor, Führerschein und der Luis von da. Aha. Hier ist schon der Luis von da. Ich stehe auf Bergbaum. Ich stehe auf Bergbaum und der Luis von da. Ich stehe auf Bergbaum, du Melissa. Oh, bist du süß! Und was noch? Und der Luis von da. Okay, und du? Luis von da. Bergbaum. Ich stehe auf Bergbaum. Bleibst du bei Hula Baloo oder sagen wir einfach, ich stehe auf Bergbaum? Du darfst jetzt zu mir in die Mitte kommen, weil schaut einmal bitte, wenn ich da her schaue, sie hat sogar eine rosa-rote Lederhosen an. Und du, da geht gerade wirklich mein Herz auf. Und du hast so viel Mut, auf die Bühne zu gehen. Ich habe mit 20 das erste Mal den Schritt auf die Bühne gewagt und da habe ich noch einen Papa mitgenommen, weil ich mich nicht getraut habe. Und du stehst jetzt schon mit 5 Jahren da und wir werden jetzt gemeinsam mit den ganzen Kindern, die jetzt da sind, den Luis von da singen. Ist das in Ordnung? Hier schmeißt du mal die Hände nach oben. Ihr bekommt jetzt noch ein Mikrofon von mir. Wer traut sich anfangen? Traust du? Thank you.
Konzert. Traut euch nochmal singen. Echt? Und was soll man jetzt machen? Ein Traktorführerschein. Kennt ihr den Song? Bitte, da stehen so kleine Kinder auf der Bühne. Ihr müsst jetzt die Hände nach oben schmeißen. War das gut? Ich möchte mich nochmal ganz herzlich für das schöne Plakat bedanken. Ich bedanke mich natürlich auch für die Vanillekipferl. Ich bedanke mich bei den Eltern, weil es sind ja so viele Kinder da. Und es ist dann immer schade, dass nicht alle auf die Bühne kommen. Aber es ist uns am Wörthersee tatsächlich passiert, dass plötzlich über 200 Kinder auf der Bühne waren. Und das ist halt natürlich sehr, sehr gefährlich, weil die Bühne nicht so groß ist. Meine Band ja auch irgendwo noch Platz findet. Aber liebe Kinder, ihr braucht gar nicht enttäuscht sein. Wir haben so viele Autogrammkarten geschrieben. Wir werden die dann noch austeilen. Ihr bekommt dann auch noch eine Autogrammkarte von mir. Und ich glaube einfach, der allergrößte Dank gilt natürlich den Eltern, die das erlauben, dass die Kinder um 22 Uhr noch auf ein Naschmengenkonzert kommen dürfen. Und ich glaube, ihr habt so richtig coole Eltern ausgesucht. Die Eltern bekommen jetzt auch einmal einen Applaus. Plätze gehen. Der liebe Tissi, unser Kindergärtner, nicht nur von unserer Band und mir, sondern auch von den wirklich kleinen Zwergen. Der begleitet euch, du kannst ihnen gleich Akkorden mitgeben. Und wir sehen uns dann später wieder von da unten aus, okay? Danke fürs Dabeisein. Wir sind der Meinung, die Kinder waren spitze, oder? Und zwar genau heute in Aspern. Es ist gerade ein Moment, wo wir hoffentlich alle glücklich sein. Und ihr wisst es genauso gut wie ich, dass es leider im Leben nicht immer so ist. Manchmal, da schlägt das Leben eine Richtung ein, mit der wir überhaupt nicht einverstanden sind. Und dann geht es uns einfach nicht gut. Und ihr könnt es mir glauben, an mir geht es nicht immer gut. Das Leben hat so seine Hürden und wir müssen die einfach irgendwie immer meistern. Meine Oma hat mich 33 Jahre lang begleitet und hat mir so viele wichtige Dinge im Leben mitgegeben. Und wenn es mir nicht gut gegangen ist, hat sie zunächst gesagt, Melissa, das Leben ist schön, von einfach war nie die Rede. Und man soll immer wieder
Dingen Ausschau halten, die er glücklich machen. Das sind so Kleinigkeiten, wenn in der Früh die Sonne scheint, wenn man einen Vogel zwitschern hört, wenn die Kaffeemaschine funktioniert, wenn man Freunde trifft, wenn man gesund ist. Jeden Tag auf Nacht einfach einmal nachdenken, für was man dankbar ist, und glaubt mal, das funktioniert. Das ist wie so ein Zauber. Und ich sage immer, alles, was ich möchte, ist einfach Leute auf Freude bereiten und die Menschen glücklich machen, zumindest für den Moment. Also mein Ziel ist es, oder unser Ziel ist es, dass ihr heute mit einem strahlenden Gesicht nach Hause geht und dass ihr einen schönen Moment erlebt habt da mit uns. Und das Geheimnis des Glücks werden wir euch jetzt vorsingen. Das ist nämlich der Song, den ich für euch speziell mitgebracht habe. Yeah.
absoluter Glücksmoment. Dankeschön. Wir stellen diese jetzt ab, damit ich morgen auch noch kann. Und wir machen jetzt weiter. Und zwar... Na, so viel Knödel habe ich auch nicht gegessen, dass ich das weg dazu. Aber Wiener Schnitzel habe ich gegessen. Was habt ihr gegessen? Aber starkes, oder? Wir brauchen Energie bis zum Schluss. Und jetzt machen wir einen Song, der darüber handelt, wenn man im Leben mutig ist, kann man gewinnen. Wenn man nicht mutig ist, dann kann man verlieren. Ganz blöd, wenn das Herz verliert. Ist mir auch schon passiert. Oh,
war super außer da, das habe ich gleich gewusst. Und wer von euch feiert gerne die ganze Nacht? Wir sind dann die Après-Ski-Fahrer. Wir kennen Bades. I love the mountains und die ganze Nacht. Jetzt speziell in einem Sondermedley. I love the mountains.
Schwangerschaft wird gefeiert. Wo sind eigentlich heute die Frauen? Wo sind die Männer? Das sind alle, das ist ein Pärchenausflug, merkst du das? Wir sind ziemlich gleich laut. Wo sind die Kinder? Und gibt es hier zufälligerweise einen Mann, der Louis heißt? Es ist ein Song, der mir so viel Freude bereitet, weil ich finde, im Leben ist es eh so ernst. Und ich hab's einfach gern, wenn es dann irgendwie einmal wieder zwischendurch mit einem Augenzwinkern zu verstehen ist. Wenn man nicht nur von traurigen Geschichten singt, nicht immer nur von der Liebe, sondern in dem Fall einfach von Louis. Der Louis-Song macht mich glücklich und ich hoffe euch auch. Yeah.
freuen uns natürlich, wenn ihr so textsicher seid. Und jetzt holen wir mal meine große Liebe auf die Bühne. Sie hat ja schon vorher einen Auftritt gehabt. Cool wäre, wenn die schon aufgemacht waren. Ich schaue nicht die an. Ich weiß. Du schaust. Die Oma hat immer gesagt, man muss viel trinken, wenn es heiß ist. Habt ihr überhaupt getrunken schon zwischendurch? Ja. Aufs Trinken darf man nicht vergessen. Prost. Prost. Genauso kalt, wie ich es gern habe. Dankeschön. Ich höre ein bisschen über das Publikumsmikrofon. Ein paar haben gesagt, sie sind aus Kärnten da. Wer ist aus Salzburg hier? Wer aus Deutschland? Wer aus Niederösterreich? Wien? Wer ist aus Oberösterreich da? Ich habe vorher in einem Interview gesagt, weil sie mich gefragt haben, welche Verbindung ich zu Oberösterreich habe. Ich habe im Jahr 2018 und 2019 180 Mal im Jahr gespielt. Viel hat sich bis jetzt nicht geändert, ein bisschen weniger ist es schon geworden. Aber in Oberösterreich waren die ersten Diskotheken immer voll. Und ich weiß nicht, ob ihr dabei wart, aber jedenfalls Dankeschön für diese herzliche Aufnahme. Ich glaube einfach, dass es wirklich in Oberösterreich als erstes funktioniert hat. Und weil man ja nie vergessen darf, woher man kommt. Und das hat mir mein Opa, der schaut oben sicher zu, das bin ich mir sicher. Er hat zu mir gesagt, wo ich mit 20 Jahren mein Studium abgebrochen habe, erfolgreich. Melissa, vergiss nie, woher du kommst und egal, wie groß die Bühne einmal wird, egal in welchem Land, lass da nicht reinreden. Eine Künstlerin hat gesagt, ist eine Chefin und nicht eine Angestellte. Vertritt deine eigene Meinung und die Ziehharmonika hat gesagt, die tust du nie weg, weil die gehört zu dir. Und recht hat er damit gehabt. Ich bin ganz stolz, dass ich ihn so viele Jahre genießen habe dürfen und jetzt schickt man einen schönen Gruß hinauf zu meinem Opa mit Opas Hitmedley.
Sagt einmal Servus, Christi Habedera, schön, dass du da bist. Begrüßt euch einmal. Da steht ja wer daneben, ja? Schaut gar nicht so schlecht aus, haben ein paar gesagt. Ja. Ich merke, dass ein paar schon sehr oft bei meinen Konzerten waren. Ihr kennt euch aus, gell? Wir schunkeln jetzt gemeinsam, es ist ein Schunkelmädle. Rechts geschaut, links geschaut und einfach ganz frech am Reinkattet. Okay, geschmust wird später, gell? Weil jetzt müssen wir singen. Gesagt werden.
aber er produziert alle meine Songs, alles was ihr könnt, macht er, das Donuts Bastel! Und wir sind schon wieder mittendrin in der nächsten Produktion. Auch ein neues Gesicht heute auf der Bühne. Und was für eine Maschine auf seinem Instrument, wenn er seine Solos umreißt, reißt mir die ganze Haut auf. Und er vertritt heute unseren Jakob und ich muss euch sagen, wenn ich nicht umgeschaut hätte und ein anderes Gesicht gesehen hätte, dann hätte ich nicht gewusst, dass überhaupt ein anderer da ist. Er hat absolut perfekt herausgecheckt und er bekommt jetzt auch einen riesengroßen Applaus, unser Julian! Was wäre Traktor ohne Motor und was wäre diese Band ohne unseren Schlagzeuger? Mittlerweile kommunizieren wir schon nur mehr mit Michael, ist mir halt echt so aufgefallen. Also das ist eine Chemie, die stimmt schon seit so vielen Jahren. Wir haben uns getroffen und er hat zu mir gesagt, du, wie lange ist das her? Ja, das ist glaube ich schon 10 Jahre her, da war ich noch so klein, in die Babywatschen noch drin und er hat gesagt, vielleicht spielen wir mal zusammen. Ja, er ist eine lebendige Maschine. Nicht nur beim Auftritt, auch beim Soundcheck. Bei ihm rinnt das alles, diese Bergbaumusik einfach durch die Ohren. Und ich bin auch sehr stolz, dich zu haben und ich glaube, das war's. Und er bekommt jetzt einen großen Applaus von euch, unser Harry Vorhaber! Ich bin immer Fan davon, dass man die Vorstellung ein bisschen länger macht, weil es wäre einfach ein Fehler, wenn man sich so herstellt, sagt, das ist ein Naschenmann-Konzert, danke und ciao, ich war's. Jeder Mensch hat so seine Wertschätzung verdient und ich finde auch, dass es natürlich ganz wichtig ist, dass wir super Techniker haben. Und die haben wir jetzt auch nach jahrelangem Suchen gefunden. Und zwar sitzt jetzt da draußen am FOH der Soundmeister. Einen Applaus für unseren Thomas! Ganz versteckt, weil er sich noch nicht so traut. Er macht eigentlich Rockmusik und mittlerweile glaube ich einfach, tauge nur mehr unsere Musik. Ist schon so, gell? Er macht einen perfekten In-Ear-Sound heute auch wieder. Heute wirklich, wirklich super. Bitte einen Applaus für unseren liebenswerten Martin! Zwei Menschen einen Applaus, die heute auch alles gegeben haben. Der andere ist extra aus der Steiermark angereist. Er ist mein Tourbetreuer, unser Kindergärtner. Für jeden da. Also wenn ihr Fragen habt, wendet euch an den Chrissi. Und last but not least, my beauty cutie, mein bisschen schieß, der Christopher bekommt auch einen Applaus von euch. Bevor wir jetzt die Nachbarin singen, möchte ich schon noch ansagen, den größten Applaus des heutigen Abends. Natürlich auch die Veranstalter nicht zu vergessen mit Securities, mit Fotografen. Aber der allergrößte Applaus, der gebührt euch selber, denn ohne euch könnt ihr da tun, was wir wollen. Ohne euch ist kein einziges Fest möglich. Und jetzt seid ihr auch nicht bescheiden, den lautesten Applaus des heutigen Abends, den bekommt ihr! Die Oberösterreicher wieder! Harry, schlag ein für die Nachbarin! Sie und zwei Heißarbeiter jetzt aufs Wetter nur mit dir. Ist sie der Herrscher?
immer wieder zu euch rüberziehe, aber die Boxen, das interessiert euch einfach nicht. Merkt ihr das, wenn ich da vorbeigehe, dass der pfeift? Ist das auch für mich? Danke. Da finde ich halt sicher haben. Wisst ihr, wo ich da heute noch hin muss? Ich muss heute noch Richtung Südtirol. Wir fahren heute noch. Heute Nacht fahren wir noch nach. Wohin fahren wir überhaupt? Nach Kufstein? Das ist eine Turbo-Woche, die ich mittlerweile hinter mir habe. Diese Woche sind 5 Konzerte. Das hat es nicht einmal 2018 gegeben. Ich glaube, mein Büro war lange Zeit im Urlaub oder hat gar nicht mitbekommen, dass wir mittlerweile größere Konzerte spielen. Es ist halt leider nicht immer ganz möglich, dass wir danach die Autogrammstunden machen, und das möchte ich jetzt einmal erklären. Die Strecken dazwischen, wir waren am Sonntag in Sritsche, da sind wir einmal 8 Stunden oben gefahren. Nächsten Tag sind wir wieder 7 Stunden aufgefahren, da sind wir nach Mörbisch gefahren. Dann waren wir gestern in Deutschland, heute sind wir da bei euch und morgen sind wir in Südtirol. Und ich bin halt leider auch nur ein Mensch. Jetzt versuche ich immer 1,5 Stunden mein Allerbestes zu geben. Wir machen Meet and Greet. Ich versuche, dass die Kinder Freude haben. Ich habe so viele Autogrammkarten geschrieben. Aber wir müssen schauen, dass wir halt spätestens um 3 im Bett sind, weil morgen geht es um 7:30 schon wieder weiter. Und wer findet, dass das eine Frechheit ist, der schreibt in mein Büro. Die sollen auch mal ein paar E-Mails abarbeiten. Und jetzt würde ich sagen, lange Rede, kurzer Sinn, wir machen jetzt den Song zum Abschluss, der so vieles ermöglicht hat, der Traktorführerschein! Hey! We'll be right back.
zum Abschluss, den ich euch persönlich widmen möchte. Es ist ein Song, der so viel aussagt. Der ist in den letzten 2 Jahren entstanden und ich glaube, die letzten 2 Jahre waren für uns alle nicht einfach. Jeder hat so seine eigene Krise bewältigen müssen. Und wer hätte sich vor 2 Jahren gedacht, dass wir alle wieder da so stehen? Ich habe mich in dieser Zeit ein bisschen zurückgezogen in das Studio und habe das Album Glück produziert. Und da war mir ein Titel sehr, sehr wichtig. Und zwar mal den Menschen ein Kompliment auszusprechen, dass sie fleißig waren, dass sie die Hürden auf sich genommen haben, dass sie gekämpft haben, dass Menschen eigene Meinungen gehabt haben, dass wir uns nicht auseinanderdividieren haben lassen. Und wisst ihr, was auch noch ganz schön ist? Dass ihr euch noch immer Konzertkarten kauft. Was wäre ein Künstler ohne sein Publikum? Überhaupt nichts. Und die Zeiten sind ja nicht einfacher geworden und deshalb ein riesengroßes Dankeschön, dass ihr euch heute über 3000 Karten organisiert habt, dass ihr das Fest in Asbach feiert. Und jetzt würde ich sagen, zum Abschluss schaffen wir es noch. Ich drehe mich jetzt einmal um und ihr macht nochmal ein Licht mehr hinter mir von links nach rechts. Ich warte auch noch ein bisschen ab, dabei trinke ich einen Schluck. Alle Hände nochmal heraus. Wolfi, schau mal aus, ich mache sie fleißig mit. Der Wolfi sagt, da geht noch viel mehr. Ihr müsst auf den Wolfi hören, so strahl mich nicht um. Der Wolfi sagt mir noch was zum Umrennen ist. Sind wir aus Fleisch.